So, dann herzlich willkommen zum Live-Trading-TV von JFD Brokers. Ich wünsche allen erst einmal einen frohen ersten Advent. Ich habe mir gerade den DAX angeschaut und habe da für kommende Woche was auf dem Plan. So, zuerst dann nochmal. In der letzten Woche, da ging ja die Wochenanalyse, ging es um die 10.900er Marke. Von dort ist er ja sehr bullisch abgeprallt und hat hier ein neues Verlaufshoch bei 13.370 Punkten ausgebildet. So, hier könnte man jetzt die komplette Welle, diese Welle hier, könnte jetzt hier zu Ende sein. Deshalb habe ich mir hier jetzt im 15-Minuten-Chart was gebastelt. Das heißt also, wenn es unter 11.000, etwa unter 11.270 geht, also alles hier im Xetra-Handel, dann könnte es doch ein bisschen größere Rücksätze geben an die alte Gap-Unterkante, die ich jetzt als Daily-Widerstand eben markiert habe, die eben auch hier im 200er, in 15 Minuten auf den 200er EMA treffen würde. Von dort aus könnte es auch direkt der neue Hochs geben. Kommt es hier zum Tagesschlusskurs unter dieser Marke zustande, dann werden wir höchstwahrscheinlich die 11.000er sogar anlaufen. Und sollte es hier einen Tagesschluss unter dieser Marke geben, werden wir sogar nochmal die 11.000er Marke, das war hier 11.100, jetzt die 11.000er Marke anlaufen. Das wären hier schöne Treppen und jeweils schöne Kaufzonen. Wenn hier der Markt noch nicht fertig wäre, ist hier definitiv über 11.355 sind Short-Positionen tabu und der Markt können die ja nochmal deutlich nach oben schießen. Wohin? Das habe ich hier im Wochenchart ausgemacht, beziehungsweise nachher im Tageschart. Ich sehe jetzt, aber was man eben auch hier nochmal sehr schön sieht, ist eben, dass der Kurs direkt, also exakter, ein Wochenschlusskurs geht fast nicht, exakter an der Wolkenoberkante eben hängt. Also ein Ausbruch ist hier nicht erfolgt. So, die Ziele eben, wenn es einen Ausbruch nach oben gibt, wären die Ziele eben bei 11.600 Punkten etwa. Abgeleitet eben hieraus, dieses Gap ist nicht unbedingt sofort ersichtlich, habe ich auch nur in 4-Stunden-Chartern gesehen. Es gibt nämlich hier wieder noch ein Gap oberhalb von 11.550. Die Gap-Unterkante liegt hier und die Gap-Oberkante eben bei 11.600 Punkten rund. Das wäre also die nächste Anlaufstelle. Erstmal unabhängig von den US-Märkten habe ich hier die Ziele so im DAX dann ausgemacht. Im nächsten Video werde ich dann die US-Werte bzw. die US-Indizes besprechen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Video.